So, jetzt sind wir im vorderen Bereich des Spundielenkastens. Die Ramme steht jetzt im Spundielenkasten, im Verbau. Und was hier nochmal interessant ist, man sieht hier den Übergang von den helleren in die dunkleren Spundielen. Und das hat folgende Bewandtnis: Der vordere Teil muss zuerst ausgehoben werden und es wird dann auch nochmal quer rüber ein Schott gebaut, weil in diesem vorderen Kasten wird dann die Vortriebsmaschine hinabgelassen auf die erforderliche Tiefe, die dann den Tunnelvortrieb, ähnlich wie beim Bau von großen Tunneln und von U-Bahnen, erledigt. Das ist zwar bei uns natürlich jetzt nicht so eine Riesenröhre, aber trotzdem durchaus ein massiver Durchmesser, ich glaube 920 mm, also schon nicht ganz ohne. Und diese Tunnelbohrmaschine, die kann eigentlich nur arbeiten, wenn sie auf der Rückseite Gegendruck hat. Deswegen braucht es dieses Schott und deswegen bleibt hier auch das Erdreich im Kasten enthalten, bis der Tunnelvortrieb erfolgt ist, weil sonst wird es beim Tunnelvortrieb die Maschine nach hinten schieben, die braucht einfach einen Gegendruck in der Erde. Und danach wird alles andere ausgehoben.